Das Magazin Wirtschaftsfenster MV wird kofinanziert von der Europäischen Union. Ich begrüße Sie zum Wirtschaftsfenster MV. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zu unserem MacPom-Weit-Magazin hier im Regionalfernsehen. In dieser Ausgabe haben wir gleich zwei Beispiele, die zeigen, wie Fördermittel aus dem EFRE auch baulich-kulturelles Erbe zu erhalten und zu nutzen hilft. Beginnen wollen wir aber mit einem Schwenk auf das Thema Wassersport und dazu schauen wir nach Rostock. Seit 2021 ist Rostock um eine sportliche Attraktion reicher. Alle Wassersportfreunde bzw. eher die Adrenalin-Junkies kommen seitdem auf ihre Kosten. Nach vielen Jahren der Planung und des Wiederverwerfens und Wiederneuplanen öffnete nach nur wenigen Monaten Bauzeit auf dem Gelände des Igerparks eine Wasserskianlage. An sich in Mecklenburg-Vorpommern nichts Neues, aber trotzdem eine besondere in MV. Ja, letztendlich ist es so, dass 2019 ein Mitgesellschafter von mir, Hans, die Idee hatte, den Igerpark eben aufzuwerten, weil man sieht das hier, das ist ein wunderschönes Gelände, auf der einen Seite Natur, auf der anderen Seite den Überseehafen. Und ja, aus der Idee wurden dann ein paar mehr verrückte Konzepte und irgendwann haben wir gesagt, komm, lass es uns machen. Und 2021 haben wir dann den Startschuss hier gegeben und haben mitten zur Corona-Zeit die Wakeboard-Anlage eröffnet. Neben der eigentlichen Wasserskibahn für Fortgeschrittene gibt es auch eine kleine Bahn für Anfänger zum Testen. Firmen-Events mit Familien und Freunde feiern sowie Kindergeburtstage kann man nun hier veranstalten. Aktuell wird der Empfang und die Gastronomie noch aus einem Provisorium heraus bedient. Dies wird sich aber bis nächstes Jahr ändern. Also wir sind 2021 mit der eigentlichen Wakeboard-Anlage gestartet, weil hier auf der Pier, wo wir jetzt auch gerade stehen, war zu der Zeit bereits schon kein Belag mehr drauf. Der musste erneuert werden, saniert werden. Das ist nun geschehen. Und dann haben wir mit einem Provisorium angefangen, haben erstmal zwei Linienbusse gekauft von der HVV, haben in dem einen Ticketbus gemacht, in dem anderen Foodbus. Und jetzt ziehen wir so Schritt für Schritt auf die Pier rauf mit unserem Empfangsgebäude, mit unserem, steht im Hintergrund, mit unserem Restaurant, was dann im nächsten Jahr Vollgas gibt. Dann steht hier noch ein Rutschenturm, also es kommt noch einiges hier auf uns zu. Aus der Leidenschaft und der Vision zweier Enthusiasten ist ein Unternehmen gewachsen, das viele Menschen nun auch einen Job gibt, vor allem aber noch geben wird, wenn die gesamte Anlage nebst Gastronomie einmal fertiggestellt sein wird. Es ist so, dass wir im Moment ungefähr 40 Mitarbeiter haben. Natürlich viele Saisonkräfte, aber auch Festangestellte, die durchs ganze Jahr bei uns arbeiten, weil auch im Winter haben wir hier zu tun. Und später, wenn die Gastronomie natürlich dazu kommt, haben wir Ganzjahresöffnungszeiten. Und da werden wir hier schon einiges schaffen. Dieses Konzept überzeugte auch das Wirtschaftsministerium von Mecklenburg-Vorpommern. Mit einer Förderung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung wurde das Vorhaben des Unternehmens Never Stop Playing unterstützt. Also wir haben ja am Ende des Tages auch einen touristischen Auftrag hier. Also wir schaffen einerseits Arbeitsplätze, dann haben wir einen touristischen Auftrag hier. Und das alles kriegt man nicht hin, wenn man es nur aus Eigenmitteln bzw. aus Bankmitteln finanziert. Dementsprechend war das schon eine große Hilfestellung für uns. Bringt natürlich auch viele Pflichten mit sich, ganz klar, aber die gehen wir auch gerne ein. Rostock ist und bleibt eine Sportstadt und mit Superior für Wasserski und Wakeboarden ist ein ganz besonderer Wassersportpark auch dank der Europäischen Union entstanden. Auch in Ueckermünde spielt das Wasser eine große Rolle. Das Seebad am Stettiner Haff ist ein beliebter Urlaubsort ganz im Osten unseres Landes. Ueckermünde bietet aber nicht nur Badespaß im Haff, sondern auch Kultur und Geschichte. Wer sich über die lange Historie von Ueckermünde informieren möchte, der sollte sich an diese Dame halten. Anja Mortensen taucht als Stadtführerin mit ihren Gästen tief in die Geschichte ein. Und bei so einem Rundgang darf natürlich auch das Wahrzeichen der Stadt aus der Zeit der pommerschen Herzöge nicht fehlen. Zumal das Ueckermünder Schloss mit seinem markanten Bergfried
auch Wirkungsstätte jener Person war, die Anja Mortensen bei ihren Führungen als historische Figur verkörpert. Dieses Schloss geht zurück bis auf das 13. Jahrhundert, aber dieser Flügel hier ist Philipp I. zu verdanken, 1546 errichtet. Mein Name ist Anna von Polen, ich bin Tochter des polnischen Königs Kasimirs IV. Und Gemahlin des pommerschen Herzog Bogislaw X. Wie Sie an meinem Gewand erkennen, befinden wir uns hier im späten 14., frühen 15. Jahrhundert und meine Geschichte ist ganz eng mit diesem Schloss verbunden, denn das ist der Ort, an dem ich gestorben bin. Wer mehr über die pommerschen Herzöge und die Geschichte der Stadt Ueckermünde erfahren möchte, ist im alten Schlossturm genau richtig. Hier befindet sich das Haffmuseum mit seinen Exponaten, die von goldenen, aber auch dunklen Zeiten der ehemaligen Herzogresidenz berichten. So zeigt die Ausstellung etwa den Aufschwung durch Schifffahrt und Fischerei, weiß aber auch von kriegerischen Zeiten zu berichten, die die Stadt zeitweise zu entvölkern drohten. Nicht umsonst versuchte man sich hier durch Wehrmauern und hohe Türme vor Eindringlingen zu schützen. Wir bieten hier auch eine umfassende Sammlung von den ersten Bewohnern, die wirklich bis in die Bronzezeit zurückgeht, bis dann besonders über die Zeit der Ukranen. Das war ein slawischer Stamm, der hier vor 1000 Jahren rund sich niedergelassen hatte, wo Ueckermünde auch und natürlich der Fluss Ueck den Namen her hat. Und dann die Zeit so nach dem 30-jährigen Krieg oder vor und nach dem 30-jährigen Krieg, also sprich die Zeit des späten Mittelalters. Und nicht zu vergessen natürlich dann das 18. 19. Jahrhundert, wo Ueckermünde einen großen Aufschwung genommen hat aufgrund von mehreren Industriezweigen, die sich hier in den letzten 200 Jahren ebenfalls angesiedelt haben und die hier ausgeübt worden sind. Der alte Bergfried ist auf deutscher Seite eines der letzten erhaltenen baulichen Zeugnisse der pommerschen Herzöge. Dass er auch heute noch das Haffmuseum beherbergt, ist auch den Maßnahmen aus jüngerer Zeit zu verdanken. Unterstützt durch Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung wurde der Schlossturm in den vergangenen Jahren umfangreich saniert und restauriert. Es galt, das alte Mauerwerk zu sichern und mit neuem Putz die Schäden der Vergangenheit zu beseitigen. 1908 ist der Schlossturm wieder mal abgebrannt. Mit Bränden hatte die Stadt immer wieder zu kämpfen, sodass natürlich immer wieder saniert werden musste. Auch die DDR-Zeit hat so ihre Spuren hinterlassen. Das Museum selber befindet sich seit 1950 hier bei uns im Schlossturm. Es ist natürlich so in den letzten Jahren ordentlich Geld geflossen. Es ist hier richtig saniert worden. Aber ich finde, wir haben jetzt heute eine wirklich wunderschöne Ausstellung und kann jedem nur empfehlen, hier bei einem Besuch in Ueckermünde, lassen Sie auf jeden Fall noch ein wenig Zeit übrig, um unser Schloss zu besuchen. Nebenbei bietet sich vom Turm aus auch ein beeindruckender Ausblick, den vielleicht schon die pommerschen Herzöge genossen, wenn sie von hier aus bei gutem Wetter weit über ihr Herrschaftsgebiet schauten. Von den Spuren der pommerschen Herzöge jetzt zu denen derer in Mecklenburg-Strelitz. Unser letzter Beitrag in diesem Magazin nimmt Sie mit in die Residenzstadt Neustrelitz. Die Schlosskirche Neustrelitz, eines der Wahrzeichen der Residenzstadt und Zeugnis der Schaffenskraft des berühmten Architekten Friedrich Wilhelm Buddel. In den vergangenen Jahren wurde das Gotteshaus aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, unterstützt durch Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, umfassend saniert. So wurde unter anderem die Fassade mit ihren markanten Terrakotta-Figuren, den vier Evangelisten, restauratorisch instand gesetzt. Also die Schlosskirche ist halt ein wunderbarer Ort für Touristen, aber auch Einheimische. Wir haben jedes Jahr hier eine andere Ausstellung, manchmal auch mehrere. Im nächsten Jahr haben wir zwei Ausstellungen hier. Und ja, es ist ein richtiger Besuchermagnet und dieses Jahr waren sehr viele Besucherinnen hier. Und das freut uns natürlich. Es ist der erste Tag nach Saisonende. Knapp 5 Monate lang war in der Neustrelitzer Schlosskirche eine Ausstellung von Werken des 2017 verstorbenen Bildhauers Richard Hess zu sehen. Auch im Innenraum haben die Sanierungsmaßnahmen alte Eleganz zurückgeholt und zudem bessere Ausstellungsbedingungen geschaffen. So wurde unter anderem der Boden begradigt, die Empore überarbeitet und die Elektrik verbessert. 2023 zog es über 12.500 Besucher in die Schlosskirche. Zum Ende der aktuellen Saison wurden sogar fast 19.000 Besucher gezählt, was auch aber nicht nur an der Qualität der Ausstellung gelegen haben dürfte.
Wir hatten im letzten Jahr und die Jahre davor immer einen kleinen Eintritt erhoben und diesmal in diesem Jahr zum ersten Mal alles auf Spendenbasis. Und das kam natürlich auch viel besser an. Nun müssen zunächst die Gips-, Bronze- und Terrakotta-Plastiken weichen. Es wird Platz für Neues geschaffen. Für das kommende Jahr ist unter anderem eine große multimediale Ausstellung der Stiftung Denkmalschutz geplant. Zudem werden Skulpturen und Zeichnungen des Künstlers Peter Hecht zu sehen sein. Aktuell schließt sich aber zunächst noch eine musikalische Veranstaltung an, die mittlerweile schon zu einer kleinen Tradition geworden ist. Wir haben Frühling, Sommer über dann hier Ausstellungen, wie jetzt gerade. Und meistens Ende September, Anfang Oktober bauen wir die ab. Und als Saisonabschluss sozusagen haben wir seit einigen Jahren hier ein größeres spezielles Elektrokonzert dann immer drin. Und das steht jetzt auch wieder vor der Tür und ja, wird am Wochenende dann hoffentlich toll stattfinden hier. Ja, uns freut es natürlich sehr, dass die Kirche so vielfältig genutzt werden kann. Allerletzter Akt in diesem Jahr wird dann das Weihnachtssingen sein. Zu Nikolaus am 6. Dezember lädt das Kulturquartier Neustrelitz als Träger der Plastikgalerie Schlosskirche Neustrelitz dann zur gemeinsamen musikalischen Einstimmung in die Adventszeit ein. Das waren sie, unsere drei Beiträge aus unserem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Wirtschaftsfenster MV.